So, ich denke, wir sollten langsam beginnen. Wer noch hineinkommen möchte, das wäre jetzt die Gelegenheit. Ansonsten wird das ja auch nach außen übertragen. Aber ich denke, wir sollten dann die Tür auch schließen. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem ersten Streitwert in diesem Jahr des Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Mein Name ist Ines Kappert. Ich leite das Gunda-Werner-Institut seit August gemeinsam mit Henning von Bargen. Unser Thema heute Abend ist, oder der Titel unserer Veranstaltung heute Abend heißt Männlich, Fremd, Gefährlich, von der Legende des dunkelhaarigen Täters. Ich möchte Sie vorab darauf aufmerksam machen, dass die Veranstaltung gestreamt wird. Sie sehen da die Kamera und der Mitschnitt wird dann auf der Webseite des GWI zu sehen sein. Es gibt die Veranstaltung findet auf Deutsch und auf Englisch statt, beziehungsweise wird übersetzt. Sie haben jetzt noch die Gelegenheit, sich Kopfhörer zu besorgen, weil der Input, den gleich Tiviki Germain halten wird, den wird sie auf Englisch halten. Wer möchte? Gut. Es wird auch fotografiert werden. Auch die Fotos werden dann öffentlich über die Webseite zugänglich gemacht. Männlich, fremd, gefährlich. Dieses Jahr 2016 hat aus feministisch-antirassistischer Sicht ziemlich rumpelig begonnen. Wir erinnern uns sicherlich alle noch recht gut an das Erschrecken über die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht in Köln und in anderen deutschen Städten. Köln ist daraufhin zum Symbol geworden für den gefährlichen jungen Mann, der aus einer anderen Kultur nach Deutschland kommt und hier Probleme macht. Immer wieder ist in dem Kontext zu hören gewesen, schaffen wir das? Müssen wir jetzt die ganze antisexistische Arbeit wiederholen? Kommt jetzt das neue Patriarchat wieder? Oder kommt es ein neues Patriarchat hierher und wir müssen wieder von vorne anfangen? Köln ist aber auch zum Symbol geworden für eine gigantische Fehlinformation seitens der Medien und aber auch seitens der Polizei. Zunächst hatte die Polizei gesagt, dass die Nacht ruhig gewesen sei. Dann sorgte ein interner Bericht für größeres Aufsehen, der über Facebook geteilt wurde. Unzählige Male, die SZ spricht sogar von millionenfach. Daraufhin musste die Erzählung adaptiert werden. Es gab nämlich dann doch ein Problem. Es wurde dann offiziell zugegeben, dass es zu so massenhaften sexuellen Übergriffen gekommen ist. Ich zitiere aus dem internen Bericht, weil diese Zitate quasi ikonisch geworden sind. Zitat: Im Einsatzverlauf erschienen zahlreiche weinende, schockierte Frauen/Mädchen bei den eingesetzten Beamten und schilderten von sexuellen Übergriffen durch mehrere männliche Migrantengruppen. Ein Verdächtiger, laut dieses Berichtes, soll gesagt haben zur Polizei: Ich bin Syrer, ihr müsst mich freundlich behandeln, Frau Merkel hat mich eingeladen. Die FAZ nannte diesen internen Bericht einen Brandbeschleuniger und die SZ bilanziert, er veränderte die Diskussion über Flüchtlinge in Deutschland. Weder die pauschale Verdächtigung von syrischen Flüchtlingen noch die gleichfalls geäußerte Vermutung seitens der Polizei, es handele sich um organisiertes Verbrechen, ließen sich erhärten. Was sich aber geändert hat, wie die SZ sagt, sind nicht nur die Debatten um Geflüchtete, sondern tatsächlich die Rechtslage. Im Zuge von Köln wurde das Asylpaket 2 geschnürt, das de facto die Abschiebung bzw. die Verfahren für Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, dazu gehören auch Afghanistan und Marokko gehören, zu verkürzen. Und gleichzeitig wurde der Familiennachzug für 2 Jahre ausgesetzt. Das heißt, im Rahmen der Debatte um Schutz für Frauen wurde der Schutz für Frauen auf der Flucht massiv, weggenommen, weil seitdem klar ist, dass der Familiennachzug nicht funktioniert,
in Deutschland nicht mehr funktioniert. Wir sind massenhaft Frauen und Kinder auf der lebensgefährlichen Fluchtroute. Also dieser Diskurs hat sozusagen, der ja eigentlich antritt, Frauen zu schützen, hat de facto dazu geführt, dass nicht weiße Frauen, dass Frauen auf der Flucht, dass nicht deutsche Frauen massiv zu Tausenden der Lebensgefahr ausgesetzt werden. Eine weitere Diskrepanz, auf die wir auch uns noch mal kurz in Erinnerung rufen sollten, bevor wir dann in die Diskussion gehen, ist die Empörung über die sexualisierte Gewalt und die tatsächliche Strafverfolgung, also welche rechtlichen und juristischen Folgen diese Empörung hatte. Einfach mal kurz ein paar Zahlen. Meine Quelle ist die SZ. 1100 mutmaßliche Opfer haben bislang Anzeige erstattet, davon knapp 600 auch wegen sexueller Gewalt oder sexueller Übergriffe. Die Kölner Staatsanwalt ermittelt gegen 78 Beschuldigte, das variiert immer ein bisschen, manchmal ist von 73, mal von 74, aber ungefähr 78, ungefähr 75 Beschuldigten die Rede. 15 Männer sitzen in Untersuchungshaft. Gegen 14 Männern wird wegen sexueller Gewalt oder sexueller Nötigung ermittelt. Von 600 Anzeigen 14. Es sind jetzt schon auch letzte Woche Mittwoch die ersten drei Urteile gesprochen worden. Allein wegen Diebstahl. Bislang ist kein einziger Mensch, also es gibt es keine Anklage wegen sexueller Gewalt oder Nötigung. Die drei Urteile, die gefällt wurden, stehen auch in einem krassen Gegensatz zu der enormen Empörung und Aufruhr, die dieses Ereignis in der Öffentlichkeit bewirkt hat. Nämlich ein Mann wurde, weil er, einer Frau ein Handy entrissen habe, zu 6 Monaten und 100 Euro, 6 Monate Haft, also Bewährungsstrafe und 100 Euro Geldstrafe verurteilt. Und zwei andere ebenfalls wegen Diebstahl zu 60 Sozialstunden bzw. 3 Monaten auf Bewährung. Das ist ja sozusagen erstmal kurz skizziert das, was juristisch aus Köln, den Ereignissen von Köln folgte. Wir haben also mit Köln mit einem ganz komplexen Ereignis zu tun. Und ich denke, man kann schon sagen, dass es auch zeigt, die Schwierigkeiten oder auch eben gerade aus der bürgerlichen Mitte, und um die wird es heute hier gehen, sich als Einwanderungsland zu verstehen, sich mit den eigenen Rassismen auseinanderzusetzen. Und entsprechend hat die Projektion auf den anderen als das Rückständige, als die Bedrohung von außen Konjunktur. Wir haben uns heute Abend überlegt, wir möchten nicht das klassische Diskussionsformat wiederholen, das Sie alle kennen, wir und da die ExpertInnen, die unterhalten sich auf dem Podium und dann werden im Anschluss Fragen gestellt. Wir haben ein bisschen tiefer gegriffen in die Zauberkiste der politischen Bildungsarbeit und werden heute mit den Formaten der Flüstertische, deswegen eben auch die Bestuhlung, wie Sie sie sehen, und mit dem Prinzip der Anwältinnen des Publikums arbeiten. Was heißt das? Das heißt, dass es nach dem Input von Tiviki Germain, ich werde die Gäste gleich noch einzeln vorstellen, für Sie die Möglichkeit gibt, am Tisch sich kurz zu verständigen, 5 Minuten, was für Sie eine wichtige Frage ist im Anschluss an diesen Input. Diese schreiben Sie bitte auf, oder diese Fragen schreiben Sie bitte auf. Sie finden Zettel und Stifte auf dem Tisch. Und die Zettel oder die Karten vielmehr werden dann von meinen Kolleginnen eingesammelt. Es wird auch eine zweite Flüsterrunde geben im Anschluss an das Panel. Würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Fragen aufschreiben, auch in kurzer Verständigung mit dem Tisch. Es muss jetzt aber kein Konsens am Tisch halten, aber dass Sie einfach kurz die Gelegenheit nutzen, auch mit Ihren TischnachbarInnen kurz ins Gespräch zu kommen, kurz ein Gefühl zu bekommen, was ist für Sie wichtig, was ist für andere wichtig. Diese Fragen werden dann wiederum gesammelt. Meine Kolleginnen werden die dann sortieren nach Themen, werden Wiederholungen rausnehmen und werden dann möglichst viele Fragen zurück ans Panel stellen. Es wird nicht möglich sein, alle Fragen zu beantworten. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir werden dann wiederum Sie sollen ja nicht umsonst gefragt haben, sich die Mühe gemacht haben, Ihre Fragen auch zu formulieren in aller Knappheit, sondern wir werden dann wiederum eine Auswahl treffen von den Fragen, die nicht beantwortet werden konnten heute an diesem Abend, werden Sie an unsere ExpertInnen zurückgeben und eine Auswahl dann mit den Antworten auf unsere Website des GWI stellen.
und zwar bis Mitte März. Und Sie sind dann herzlich eingeladen, dort nochmal zu gucken, wie nun die Antwort auf Ihre Frage ausgefallen ist. So, höchste Zeit, die Gäste vorzustellen. Ich freue mich sehr. Ich fange mal ganz links von Ihnen aus rechts an, und zwar mit Herrn Özcan Karadeniz. Herr Özcan Karadeniz arbeitet für den Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig. Er war dort unter anderem Leiter des Projektes Väter in interkulturellen Familien, Erfahrungen, Perspektiven, Wege zur Wertschätzung. Und daraus ist auch ein Buch entstanden, das dann 2014 erschien. Zuvor hat er ein weiteres Buch veröffentlicht und geschrieben, also erst geschrieben, dann veröffentlicht. Und zwar trägt das den Titel Das Kopftuch und die Muslimin, Fremd- und Eigenwahrnehmung der muslimischen Kopftuchträgerin. Herzlich willkommen. Neben ihm darf ich Frau Ramona Pisal begrüßen. Sie ist die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes und sie ist Richterin in Brandenburg. Der Deutsche Juristinnenbund hat direkt im Anschluss an Köln, wie ich fand, eine super Stellungnahme herausgegeben, wo sofort darauf hingewiesen wurde, dass es doch um die Tat und nicht um die Herkunft gehen muss. Und ich freue mich sehr, dass Frau Pisal heute den Weg hierher gefunden hat, weil natürlich die Anfragen vielfach sind. Das freut uns wirklich sehr, dass Sie heute hier sind. In der Mitte darf ich Kesha Fredua Mensa begrüßen. Sie ist die Verfasserin des Aufrufs Hashtag Ausnahmslos, beziehungsweise eine der Mitinitiatorinnen. Ihr ist es gelungen, oder dieser Initiative und eben auch Frau Fredua Mensa, ist es gelungen, tatsächlich sprechfähig zu sein, ganz schnell aktiv zu werden in einem Bündnis mit Aktivistinnen, die die Fehler der weißen Frauenbewegung nicht wiederholt haben. Es sind also über religiöse, also konfessionelle Bindungen hinweg, sind ganz viele verschiedene Positionierungen zusammengekommen und haben eben dafür, auch für die ausnahmslose Aufklärung haben die eingefordert und haben eben auch wiederum gesagt, es geht nicht um die Herkunft, es geht darum, die Tat tatsächlich in den Mittelpunkt zurück und eben zu, also eben angemessen zu ahnden. Last but not least, ich stelle Sie jetzt letztes vor, weil sie jetzt auch gleich den Input halten wird, darf ich Ihnen Tiviki Germain vorstellen. Sie ist Medienaktivistin, Filmemacherin und Managerin von Save the Children und aktuell damit beauftragt, kinderfreundliche Räume in der Flüchtlingsunterkunft Tempelhof einzurichten. Und sie wird uns durch die Geschichte des Rassismus oder einen Teil der visuellen, medial vermittelten Geschichte des Rassismus in Deutschland führen, mit dem Input, der den Titel trägt, Anschwärzen. Sie haben dann gleich noch, beziehungsweise im Anschluss an das Panel, Gelegenheit, Ihre Diskussion fortzusetzen. Jetzt erlauben Sie mir bitte, dass ich Sie unterbreche. Wir haben ja gehört, dass, und daran erinnern Sie sich auch sicherlich noch, dass Köln, dass ja sehr, sehr viele unterschiedliche Informationen durch die Medien gingen. Wir haben es gesehen in dem Vortrag von Tiviki Germain, man hat es genutzt, um eine Bevölkerungsgruppe aus dem Land zu halten, die nur vermittelt, wenn überhaupt, damit was zu tun hat, nämlich die Geflüchteten. Meine erste Frage hier an das Panel ist, was bleibt eigentlich für Sie aus dieser ganzen Gemengelage von Köln übrig? Was ist für Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, so das vergesse ich nicht? Daran werde ich mich erinnern, auch nicht zuletzt im Hinblick auf den Input, den Vicky Germain gegeben hat, eben dass ja diese ganzen Stereotypen eine Kolonialgeschichte haben, eine historische Vorläufe haben. Ich fange einfach mal bei Ihnen an. Ja, erstmal guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Was nehme ich aus Köln mit?
Ich habe sehr viele offene Fragen bezüglich Köln. Also natürlich Fragen, die Sie auch vorhin in Ihrer Einleitung angesprochen hatten, nach wer waren tatsächlich die Täter, denn das wissen wir immer noch nicht. Was genau ist passiert? Was wird aus den Betroffenen? Also in der Hinsicht habe ich sehr viele offene Fragen und dann herrscht auch sehr viel Verwirrung. Und aus der Verwirrung entstehen weitere Fragen und die betreffen halt auch den Diskurs und die Debatte in unserer Gesellschaft. Und ich frage mich, worüber wollen wir eigentlich sprechen in Deutschland? Wollen wir über Nordafrikaner sprechen oder wollen wir über den Islam sprechen oder wollen wir über Sexismus sprechen? Und Sexismus kennt meines Erachtens nach weder geografische noch politische noch kulturelle noch religiöse Grenzen. Also worüber wollen wir eigentlich wirklich sprechen? Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mitnehme und woran ich mich immer erinnern werde, wenn wir über Köln sprechen. Und ich meine, Köln ist noch nicht abgeschlossen, ne? Also das hält natürlich noch nach und wir wissen nicht, wie sich die Debatte weiterentwickelt. Aber woran ich mich auf jeden Fall immer erinnern werde, ist die derartig rassistische Berichterstattung, die Reaktionen, die steigenden Ressentiments. Das sind alles Dinge, die ich mitnehmen werde. Also die Tatsache, dass quasi die rassistische Debatte die Debatte über Sexismus komplett überschattet hat. Es war auch irgendwie, so makaber das klingen mag, war Köln eine Gelegenheit in Deutschland gesamtgesellschaftlich über das Problem Sexismus zu sprechen. Und das haben wir nicht geschafft bis jetzt. Frau Pisal, was nehmen Sie mit? Was möchten Sie unbedingt erinnert haben? Und woran werden Sie sich selber immer erinnern? Ich habe mir jetzt notiert auf Ihre Frage drei Empfindungen. Das eine ist Ärger, das andere Irritation und das dritte Bedauern. Ganz kurz erläutert, Ärger angesichts einer Vielzahl von Frauen. Ich habe von männlichen Angegriffenen bislang nichts gehört. Frauen, die in einer Situation sich selbst überlassen werden, die eigentlich so unüberschaubar ja gar nicht ist, wo niemand eingreift und die Frauen sind alleine. Das Ärger dazu. Irritation zu dem rechtsfreien Raum, der sich damit auftut. Und das war für mich das eigentliche Entsetzen, hätte ich auch sagen können. Aber als kühle Juristin habe ich mich dann für Irritation entschieden. Verstört könnte man auch sagen können, dass es so etwas gibt in einem Land, von dem ich gedacht habe, alles ist geregelt. Ja, es sind ja keine unübersehbaren Horden von Menschen gewesen, nicht Zehntausende, keine Katastrophensituation. Und das hat mich zutiefst irritiert und auch in meinem Gefühl, meinem satten Gefühl als 1957er Jahrgang, dass dieser Rechtsstaat immer da ist, wenn ich ihn brauche, erschüttert. Ich hoffe, dass sich das wieder gibt. Denn auf diesem Vertrauen basiert dieser Rechtsstaat, wenn das weg ist, nicht nur bei mir, sondern vor allen Dingen auch bei vielen anderen, die beruflich auch nicht so sehr damit verhaftet sind, dann ist das sehr schlimm. Das dritte Bedauern, das Bedauern über die Instrumentalisierung dieser Vorgänge. Die Vorgänge an sich will ich überhaupt nicht beschönigen. Das haben wir auch direkt in unserer Pressemitteilung, die Sie dankenswerterweise erwähnt haben, klargemacht. Da ist etwas geschehen, das muss verfolgt aufgeklärt werden. Aber das Bedauern darüber, dass Dinge, die längst überfällig sind und die ohnehin eigentlich tagtäglich diskussionswürdig sind in dieser Gesellschaft, begangen von Menschen, die schon immer hier wohnen und leben, das erfüllt mich wirklich mit einem großen Bedauern, auch über das Verhalten der Politik. Das als Aufriss zu dieser Frage. Danke. Frau Germain, möchten Sie vielleicht noch was hinzufügen, was Sie nicht vergessen möchten? I think for me, the thing that stays with me is when you work with children, you think about what we leave behind. You think about the message that remains in history. Definitely instrumentalization. It's one of the things that you think about, how the identities of these men of color are being instrumentalized to set mental barriers in our minds. You know, this is the thing that keeps us from being able to accept people of different backgrounds into German society, whatever that means. Shock at how the women are being used to facilitate this argument, this discussion, and shock that it's something that's been going on for so long. Oktoberfest.
Oktoberfest is a situation where you see this, but with vermeintlich, you know, white German men. But that's okay, because if you're white and German, you can touch and do everything that you want, but it's not okay if you are considered someone with Migrationshintergrund. The repercussions that this has on you know, children, I work with very young children at the moment, the repercussions that it has on them when I see them being, you know, angeschwärzt, they are being made black, they are being defamed, and one day they will grow up and realize this. What happens then? Herr Karadinis, Sie haben das Schlusswort für die erste Runde. Ja, ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass ich gleich drankomme. Deswegen hatte ich das Mikro schon gegriffen. Was bleibt für mich? Ich muss gestehen, dass ich anfangs auch sehr geschockt war. Geschockt über die Ereignisse, zum einen. Aber in zweiter Instanz kam bei mir gleich, glaube ich, wie bei vielen anderen Menschen auch, gerade von bei Menschen mit sogenannter Migrationsgeschichte, ganz schnell ins Bewusstsein, das wird nicht glimpflich für uns ausgehen. Und ich glaube, dass sich das sehr schnell bewahrheitet hat. Ich muss ehrlich sagen, in den Diskussionen, die ich im Nachgang geführt habe, das waren nicht wenige, ist mir oft die Position entgegengebracht worden, dass es beispielsweise eine ziemliche Erschütterung gab in dem Glauben an den Rechtsstaat. Das ist interessanterweise eine Position, die mir ausschließlich von mehrheitsdeutschen weißen Personen entgegengebracht worden ist. Denn dieses Vertrauen, das ist leider Gottes so, dass das halt Menschen, die in dieser Gesellschaft von Rassismus betroffen sind, die Rassismus seit Kindesbeinen an erlebt haben, dass dieses Vertrauen leider nie entstanden ist. Und ich möchte das nicht generalisieren, das ist eine tendenzielle Aussage. Ich möchte sie nicht absolut. NSU wird dazu auch nicht beigetragen. Ich möchte das nicht als absolut verstanden wissen, aber ich meine in der Hinsicht, dass es eine sehr berechtigte Aussage ist. Dieses Vertrauen ist nie da gewesen. Es geht los bei den kleinsten Ereignissen, die jetzt von Frau Germain schon kurz angerissen worden sind. Die Zuschreibung, die man als Kind schon letztlich zugesprochen bekommt, mit denen man konfrontiert wird, die dann eigentlich das ganze Leben über so weitergehen und die halt letztlich auch das, was man darstellt, definieren. Und einen letztlich halt auch immer wieder auf diesen einen Aspekt reduzieren. Und für mich ist das eine abscheuliche Tat gewesen, was da passiert ist. Ich weigere mich mittlerweile fast schon, diese Chiffre Köln in den Mund zu nehmen. Ich finde, sie hat so eine Art, es ist so normativ aufgeladen, es ist halt über wird so aufgebläht. Ich würde mir wünschen, halt, wenn es so eine Chiffre ist, dass sie halt den gleichen Rang bekommt wie andere Chiffren. Ja? Chiffren wie Heidenau, wie Freital, wie Solingen, wie Hoyerswerda. Das sind für mich Chiffren, die halt für dieses Land halt in meinen Augen, in den Augen von Menschen, die mir nahestehen, geprägt haben. Und das ist das, was ich so ein bisschen wieder mitnehme aus diesem Diskurs, dass Menschen wie ich, dass viele, viele Mitstreiter sich seit Jahren in dieser Gesellschaft bewegen, politische Bildungsarbeit vollziehen, versuchen Menschen zu sensibilisieren für bestimmte Belange und dass da immer noch sehr viel Arbeit auf uns wartet, denn es reicht der kleinste Anlass, in dem Fall ist es kein kleiner Anlass, aber es reicht im Grunde genommen, kommen immer wieder Anlässe vor, in denen halt all das, was da an rassistischem Wissen, an gesellschaftlichem, etablierten, tradierten Wissen vorhanden ist, was bei allen auch mit der Muttermilch, sage ich, ein bisschen provokativ mal aufgesaugt worden ist, was sehr schnell zum Vorschein kommen kann. Und das ist das, was für mich ein Stück weit bleibt. Herr Karadinis, ich möchte da gerade noch mal einhaken. Sie haben ja gesagt, Leute wie Sie, die Zuschreibung, Frau Germain hat es auch erwähnt, was passiert eigentlich mit den Kindern, wenn sie realisieren, in welche Systeme sie immer wieder hineingezwungen werden, in welche Bedeutungssysteme, die sie per se abwerten. In dem Fall jetzt hier in Köln geht es ja auch ganz stark darum, dass sozusagen der Rassismus gegen den Schwarzen, wir haben es schwarzhaarig oder auch gegen den schwarzen Täter,
so kommt mir vor, ziemlich unreflektiert ist. Also sozusagen auch in feministischen Kreisen. Also weil das dann sozusagen mit dem Patriarchatsvorwurf versehen wird. Und dann wird eigentlich nicht mehr darüber nachgedacht, über die Pauschalisierung, über den Rassismus, über die rassistische Komponente oder die zentrale rassistische Aussage, sondern man kann das schon sagen, dass der Araber, der Muslim ein gesellschaftliches Problem darstellt. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Ihr Vater ist sogenannter Gastarbeiter, wurde als Gastarbeiter beschrieben, dann als Türke, dann als Muslim. Also es gibt ja dann auch so die Geschichten der rassifizierten Zuschreibungen. Wie würden Sie denn die Wirkungsketten beschreiben? Also was macht das? Sie arbeiten ja politisch auch genau mit diesen Wirkungsketten. Was machen diese Zuschreibungen eigentlich für die entsprechend definierten Leute mit ihren Vorstellungen von Männlichkeit, von Männlichkeitskonstruktion? Könnten Sie da noch mal was zu sagen? Ja, was ich im Vorgespräch erwähnt habe, das war dann tatsächlich, dass so noch ein, zwei Glieder in der Kette hinzukommen eigentlich. Mein Vater ist, glaube ich, als Gastarbeiter angeworben worden. Im Laufe der ersten Jahre ist er dann zum Ausländer mutiert. Im Laufe der 80er wurde er zum Türken. So ab Mitte der 90er wurde er dann Moslem. Mittlerweile ist er auf dem Weg zum Nordafrikaner, obwohl er türkischstämmig ist. Aber ja, das ist für mich ganz spannend, wenn man so will, ja. Außenperspektive ist es in dem Fall nicht wirklich, aber es ist natürlich etwas, was mir sehr deutlich vor Augen führt, dass das letztlich wenig mit meinem Vater zu tun hat. Und ich breche das mal runter auf diese eine Person, sondern vielmehr mit der Gesellschaft und den Diskursen, die in dieser Gesellschaft ablaufen. Was, glaube ich, Frau Germain auch sehr schön angesprochen hat oder angerissen hat, ist, dass es halt Zyklen gibt in dieser Gesellschaft. Und Zyklen, die wiederkehrend sind, die sich reproduzieren. Es gibt so einen schönen geflügelten Ausspruch, wenn wir Geschichte nicht verstehen, grob, wenn ich es zusammenkriege, dann sind wir dazu verdammt, sie zu wiederholen. Ich habe in meiner Schulzeit häufig, wie viele andere Menschen hier wahrscheinlich auch, mich mit der NS-Zeit auseinandergesetzt und ich habe mich immer gefragt, wie kann das passieren, wie kann eine Gesellschaft in so eine Dynamik geraten, wie kann es so etwas geben. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren das Gefühl, dass ich das anfange langsam zu verstehen, wie in einer Gesellschaft so eine Dynamik entstehen kann, dass ja wirklich, dass Menschen ihren Verstand verlieren, ein Stück weit, dass die Ratio ablegen, emotional auch so verhärten, dass sie nur noch mit rassistischen Stereotypen und Zuschreibungen arbeiten und für nichts anderes mehr viel Raum bleibt. Das ist für mich ein Aspekt. Der zweite Aspekt, den ich in dem Kontext noch erwähnt haben möchte, ist, diese Zuschreibungsroutinen, die funktionieren ja auch relativ banal. Also wir versuchen in solchen Diskussionsrunden oder auch mit der Frage, die Sie jetzt gerade gestellt haben, so interpretiere ich das zumindest, die zielt darauf ab, dass man Gesellschaft, Welt, die durchaus komplex ist, ja, und manchmal von uns als sehr einfach begriffen werden will, dass wir versuchen, dieses Runterbrechen, ja, in der Art und Weise nicht ganz durchkommen zu lassen, nicht ganz gelten zu lassen. Ich glaube, dass die Welt eigentlich noch viel komplexer ist. Ja, es gibt halt momentan in Deutschland so eine Art Stellungskrieg. Es gibt da so eine Front, auf der einen Seite Rechtspopulisten und mehr, auf der anderen Seite so ein bisschen die Menschen, die halt manchmal ein bisschen despektierlich Gutbürger genannt werden oder was auch immer. Und es wird versucht, keinen Zentimeter zu weichen, mit Argumenten so ein bisschen erstmal die Stellung zu halten, bis diese emotionale Welle abgeschwappt ist und man wieder weiter diskutieren kann. Gleichzeitig gibt es halt irgendwie in anderen Gesellschaften Leute, die dafür sich einsetzen, dass halt dass Menschenrechte mehr zur Geltung kommen, dass feministische Positionen eine stärkere Position bekommen und tatsächlich bedeutet das halt manchmal auch, dass sie sich mehr Solidarität wünschen würden aus beispielsweise feministischen Kreisen in Deutschland oder in Europa, die ihnen dann aber mitunter nicht gewährt wird. Und da tappt man dann schon wieder in die nächste Falle. Und also es zeigt sich, Welt ist einfach tatsächlich sehr, 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 sehr komplex. Und wir neigen dazu, viele Filter vorzuschalten, um sie begreifen zu können, aber man müsste eigentlich jede Position immer wieder aus verschiedensten Sichtweisen erörtern, differenzieren, aufdröseln und dann mal schauen, wie das zur Geltung kommt. Ja. Mhm.
Stichwort Komplexität aufdröseln. Das Überraschende bei Hashtag Ausnahmslos war ja, Frau Fedor-Mensa, Sie scheinen, also diese Initiative war ja so klar, auch ich fand auch genauso, das galt auch für die Pressemitteilung vom Deutschen Juristinnenbund, aber eben in der Zusammensetzung ja auch genau ganz klar gesagt, wir sind vielfältig, unterschiedliche Positionierungen und wir haben eine ganz klare Aussage. Sozusagen die Vielfältigkeit führt nicht zu einer, zu einem, sagt man, Blurring, also zum Unscharfwerden unserer Position. Und genau darin war ja dann auch Hashtag Ausnahmslos extrem wirkmächtig. Können Sie was zu der Genealogie sagen? Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Und das wäre meine eine Frage und vielleicht dann im zweiten Teil. Es ist ja, Sie hatten es auch angesprochen in Ihrem Statement, es ist ja den unterschiedlichen feministischen Szenen nicht gelungen, die Debatte um Herkunft entsprechend zu relativieren, um zu der Frage Umgang mit sexualisierter Gewalt umzugehen. Wo würden Sie denn sozusagen die Defizite erkennen oder wo sagen Sie, das waren die Stellschrauben, die eben nicht entsprechend gedreht wurden? Genau, erstmal zur Entstehung von Ausnahmslos, also wir bestehen aus verschiedensten FeministInnen in unserer Gruppe. Einige unter uns kannten sich schon zuvor, also wir waren jetzt nicht alle komplett unbekannt untereinander. Wir verkörpern auch nicht nur einen Feminismus, sondern mehrere Feminismen, was aus der Zusammensetzung ersichtlich wird, zum Beispiel durch Kübra Gümüşay, die vielleicht eher muslimischen Feminismus verfolgt und so weiter. Und ich glaube, das ist auch, was Sie ja auch gerade ansprachen, das besonders Schöne an Ausnahmslos, dass wir quasi das ermöglichen, worüber die Gesellschaft gerade streitet, nämlich dass verschiedenste Menschen an einem Strang ziehen können und gemeinsame Ziele definieren können. Und diese Ziele haben wir in unserem Aufruf nach Köln zusammengefasst, also wir waren alle natürlich sehr empört über das, was in Köln passiert ist. Als Feministinnen natürlich umso mehr auch, als Frauen, als potenzielle Betroffene. Und gleichzeitig aber natürlich auch empört über diese rassistische Berichterstattung. Und Emine Aslan hatte dann im Ursprung die Idee, wollen wir nicht irgendwie Frauen, Feministinnen zusammenkommen lassen und was Neues starten, auch als Reaktion, aber nicht nur als Reaktion auf Köln, sondern wir wollen auch nachhaltig wirken. Und so kamen wir alle peu à peu zusammen und wurden uns relativ schnell einig darüber, was in unserem Statement stehen sollte. Und es waren eben auch Forderungen an die Politik, an die Gesellschaft und an die Medien, wie mit dem Thema sexualisierter Gewalt an Frauen und auch anderen Menschen, die sich nicht innerhalb dieser binären Gender-Strukturen verorten, wie so eine Debatte und wie ein Umgang mit dem Thema aussehen könnte. Und wir wollten uns ganz klar distanzieren von rassistischen Einordnungen und Bewertungen dieser Vorfälle. Und wir stehen natürlich auch für einen intersektionellen Feminismus. Also wir möchten gerne diverse Diskriminierungsformen berücksichtigen in unserer Arbeit, also auch die Verschmelzung von Rassismus und Sexismus oder Ageism, Ableism, verschiedenste Diskriminierungsformen, die es gibt. Und wir verstehen uns also auch als antirassistisch und wir sagen, es kann nicht angehen, dass wir antisexistisch arbeiten, aber es in Kauf nehmen, aber Rassismus in Kauf nehmen. Das ist für uns absolut keine Option. Es sollte für niemanden eine Option sein. Wenn man sich einsetzt für derartige Themen, dann sollte man sich mit der Gesamtheit befassen und nicht nur mit einem kleinen Teilchen des Ganzen. Ja. So wie Sie das beschreiben, ist es so derartig einleuchtend, dass ich nochmal meine Frage wiederholen möchte. Warum, also aus Ihrer Perspektive, warum ist das dann trotzdem nicht flächendeckend gelungen? Also warum haben wir dann doch auch in grünen Kreisen und Umfeldern darüber diskutiert, ob wir nicht doch die Herkunft nennen müssen und ob das nicht so dieser Kodex, der in Zeitungen herrscht, also Kodex nicht, keine, also es ist sozusagen ein Ehrenkodex, dass man eben nicht über die Herkunft berichtet, sondern über die Tat. Das ist komplett aufgegeben worden. Man
Es ist auch, wir haben auch gesehen, dass dieser Kodex durchaus, wenn es dann um Straftaten oder Gewalttaten gegen Geflüchtete geht, dieser Kodex wieder eingezogen wird. Das war in dem Input von Tilki Jemin zu sehen. Der Schuss auf den Syrer wurde eben, da ging es nicht um die Herkunft des Täters. Das war überhaupt kein Thema. Also nochmal die Frage, warum war denn die feministische Öffentlichkeit in ihrer Breite so schwach? Wo würden Sie sagen, das sind die drei Fehler, die gemacht wurden? Nicht, weil wir jetzt arrogant sein wollen, sondern weil wir natürlich jetzt hier auch nach Fehlern suchen, weil wir werden ja die nächste Gelegenheit haben, uns wieder gegen Rassismus stellen zu müssen. Also ich glaube, das geht auch stark wieder in die Richtung, was ich eingangs gesagt habe, meine Fragen, worüber wollen wir überhaupt sprechen? Und ich glaube, dass viele vielleicht einfach nicht über Sexismus sprechen möchten, sondern über andere Themen, die gerade in unserer Gesellschaft sehr dominant sind, wie zum Beispiel die Geflüchtetenproblematik. Und dass viele Leute sich vielleicht wohler fühlen, darüber zu sprechen, anstelle über das Eigentliche zu sprechen. Ich glaube, dass Sexismus an sich auch ein Punkt ist, warum wir nicht den Mainstream sozusagen mitbestimmt haben. Und das sind Mechanismen, die hat es auch in den 60ern und 70er Jahren schon gegeben. Und ich denke, wenn wir kein Sexismusproblem hätten in Deutschland, dann hätten die Medien, beziehungsweise das Problem würde es natürlich immer noch geben, aber die Medien hätten ja auch viel mehr den Fokus auf Sexismus setzen können, anstelle von Geflüchtete, Zuwanderung und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Mechanismus, der hat viel damit zu tun, dass eine Selbstreflexion fehlt, dass auch gewisse Menschen an der Macht sitzen, zum Beispiel in Redaktionen, wenn wir das jetzt runterbrechen, deren Privilegien angesprochen werden würden durch eine Selbstreflexion. Und das ist einfach unbequem. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich auch die politische Reaktion, die dermaßen auf diese, ich nenne es jetzt einfach mal AfD-Rhetorik aufgesprungen ist, dass alles andere in den Hintergrund gerät. Also wie kann denn eine Reaktion auf sexualisierte Übergriffe, eine politische Reaktion, wie kann die denn so aussehen, dass am Ende das erste Gesetz, was wirklich angegangen wird, das Asylrecht ist? Also das leuchtet mir einfach nicht ein. Ja. I absolutely agree. I think one of the other things that we are dealing with as well in the media is that the same as we had this discussion a few years ago about people of color not being given the platform to speak, women are not being given the platform to speak about our own bodies, about things that happen to us, even though we are instrumentalized for Asylgesetz or closing the borders or not letting people in. I mean, it's the same story over and over. It's the cycle that just keeps repeating itself. Das nehme ich jetzt als Stichwort, der Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt. Das wollen wir jetzt hier nicht machen. Und damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil, thematischen zweiten Teil unseres Abends, nämlich wie gehen wir tatsächlich mit sexualisierter Gewalt um? Es gibt gerade eine Debatte, eine notwendige Debatte, weil das deutsche Strafrecht Paragraph 177 reformbedürftig ist. Das ist festgestellt worden im Kontext von der sogenannten Istanbuler Konvention, die vom Europarat verabschiedet wurde, seit 2014 in Kraft ist und die den Auftrag an die deutsche Bundesregierung gegeben hat, das Sexualstrafrecht zu reformieren, fehlende Schutzlücken zu schließen. Und genau das ist momentan in der Mache. Sie haben sicherlich schon von der Kampagne Nein ist Nein gehört. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass wir jetzt zum juristischen Teil wechseln können und damit aber auch zu dem Thema, um das es uns eigentlich geht, nämlich sexualisierte Gewalt tatsächlich ausnahmslos strafbar zu machen. Daher die Frage an Frau Pieserl, es ist ja eine komplexe Angelegenheit und ich habe mir auch die verschiedenen Stellungnahmen und auch Gesetzentwürfe durchgelesen. Die Grünen haben einen Gesetzentwurf vorgeschlagen, schon im Sommer vergangenen Jahres. Es gibt eine Stellungnahme von Ihnen, also vom Deutschen Juristinnenbund und auch vom BFF, vom Bund Frauen BFF. Und ja, da gibt es Unterschiede, aber vielleicht können Sie uns erstmal noch mal kurz skizzieren, was ist denn gerade sozusagen Stand der Dinge? Was wird vorgeschlagen zur Reform und warum sind Sie der Ansicht, dass das nicht weit genug geht? Ja, vielen Dank. Ich knüpfe dann erstmal gerne an das, was ich eben bei meinen drei
spontanen Stichwörtern gesagt habe, das Bedauern über die Instrumentalisierung dieser Debatte. Wenn ich anschließen darf an die Frage, die in der gerade abgelaufenen Runde beantwortet worden ist. Sie haben gefragt, warum ist die Sexismusdebatte da nicht stärker geführt worden? Ich glaube, weil es im Kern und in der Breite dieser öffentlichen Empörung eben nicht um Sexismus, sprich nicht um Frauen geht. Sondern es geht um viele, viele andere Dinge. Ich bin weder Psychologin noch Soziologin. Ich kann darüber immer nur mutmaßen. Aber mein Eindruck ist, dass es immer dann, wenn es um den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung mit Blick auf Frauen geht, letztlich um die Schutzansprüche von männlichem Eigentum geht. Und dass aus dem Grunde die Frauen recht schnell in den Hintergrund getreten sind und nicht die Rolle gespielt haben. Insofern war Köln, wenn wir das Herrn Karadenis aufnimmt, jetzt als Chiffre nehmen wollen oder als Metapher, ein Katalysator, denke ich, für etwas, was ohnehin da ist und was jetzt endlich mal gesagt werden musste und wenn es geht auch von jedem, aber was mit den Frauen und mit den Übergriffen auf die Frauen nicht im Kern zu tun hat, sondern es war nur ein Anlass, ist bei Gelegenheit passiert. Aber das war nicht der Punkt. Würde tatsächlich die sexuelle Selbstbestimmung umfassend geschützt sein und werden sollen, dann hätten wir dazu lange und länglich Gelegenheit gehabt. Die Rechtslage in Deutschland ist nämlich so, dass der sexuelle Übergriff, also der klassische Vergewaltigungsparagraf, wie wir ihn nennen, Paragraf 177, nur dann einschlägig ist, wenn man mit Gewalt vorgeht oder mit Drohung gegen Gewalt. Also alles, was unterhalb dieser Schwelle ist, ist keine sexuelle Nötigung im Sinne von Paragraf 177. Man kann auch das brutal formulieren, Sie müssen Gewalt anwenden, also eine Person schlagen, festhalten oder was auch immer, oder damit drohen, so etwas zu tun nach der gegenwärtigen Rechtslage, sonst ist es nicht als sexuelle Nötigung oder im schweren Fall als Vergewaltigung strafbar. Darauf beruhen ganz viele Einstellungen von Anzeigen, die eben erstattet werden, wenn es gleichwohl zu seinem Übergriff kommt. Und das ist eine Schutzlücke, die nicht erst seit wenigen Jahren und auch nicht erst seit Köln, Köln hat nämlich keinen Anlass zu dem in so weit geboten, diskutiert wird, sondern das wird schon ganz lange diskutiert. Und die Europarechtskonvention, die Sie ansprechen, Frau Dr. Kapati, ist ja von 2011. Und bis Europa, auch wenn Europa vielleicht schneller ist manchmal, als wir das in Deutschland sind, aber Europa braucht auch gewisse Vorläufe, will heißen, bis es zu so einer Konvention kommt, ist ja auch schon wieder viel Zeit ins Land gegangen. Also das Problem ist eigentlich Jahrzehnte alt, bis sich dann 2011 der Europarat entschlossen hat, diese Konvention aufzulegen. Inhalt dieser Konvention ist es, sämtliche, nicht einverständliche Taten, Übergriffe unter Strafe zu stellen. Also einen umfassenden Schutz zu gewähren gegen sexuelle Übergriffe, die ohne oder jedenfalls die gegen den Willen einer Person vorgenommen werden, ganz egal, ob die sich nun dagegen noch zur Wehr setzt, überwältigt werden muss oder nicht. Wir haben das unterschrieben, aber wir haben das bislang nicht ratifiziert. Dazu müssen wir ein Gesetz haben, damit dann diese Konvention bei uns auch gilt. Eigentlich doch ganz selbstverständlich, sollte man sagen, was kann man denn dagegen haben, dass nicht einverständlicher Sex strafbewehrt ist. Aber es ist eben ganz anders. Es hat lange, lange zähe Diskussionen gegeben. Und dann hatten wir endlich im letzten Jahr, und zwar im Sommer, einen Entwurf, einen Referentenentwurf. Und zwar, weil das im Koalitionsvertrag so vereinbart worden ist, dass wir diese Strafbarkeitslücken schließen. Dieser Entwurf hat aber das Licht des Tages nicht erblickt, das Licht der Welt nicht erblickt, weil er eben hoch umstritten war. Also er ist bei den Verantwortlichen nicht auf Gegenliebe gestoßen, er ist unter Verschluss gehalten worden. Wir haben als Verbände mit vielen anderen gefordert, dass er nun endlich in die Abstimmung geht und wir uns dazu äußern können. Das ist passiert am 22. Dezember 2015. Das ist also eine gute Woche vor Silvester. Das heißt im Klartext, dieser Entwurf hat mit Köln, wofür Köln nun noch immer stehen mag, überhaupt nicht das Allergeringste zu tun. Der lag schon ein halbes Jahr auf Eis und ist dann endlich in der Vorweihnachtszeit lanciert worden mit einer Frist zur Stellungnahme bis jetzt im Februar, die jetzt gerade abgelaufen ist. Und insofern ist es sehr bedauerlich und tut dem Entwurf auch nicht gut und tut diesem ganzen längst überfälligen Vorhaben nicht gut, dass es in den Kontext gestellt wird, als hätten diese Ereignisse von dem Bahnhofsvorplatz irgendetwas damit zu tun. Das hat es nicht.
Und es sind auch keine Lücken, die sich aufgetan haben, weil wir auf einmal viele andere Menschen aus anderen Kulturen bei uns haben, sondern das sind Lücken, die bestanden haben, weil unsere deutsche Gesellschaft nicht für erforderlich gehalten hat, Übergriffe gegen den Willen einer Person, wenn sie sich nicht wehrt, unter Strafe zu stellen. Das ist eine ganz klare Sache. Und dabei habe ich immer schon gedacht, und welches Signal senden wir, deutsche Gesellschaft, damit an Leute oder meinetwegen auch an die Täter von Köln? Was ist uns denn die sexuelle Selbstbestimmung in diesem Land überhaupt wert? Ja? Was soll das für eine Vorbildwirkung haben? Zu einem anderen Punkt ist das dann ja auch noch ganz virulent geworden. Das haben Sie auch alle vielleicht in dem Zusammenhang das erste Mal gehört, dass das sogenannte Angrapschen, Antatschen von Personen im Nahverkehrszug, auf dem Bahnhofsvorplatz, wo auch immer, gar nicht strafbar ist, weil man, um eine sexuelle Handlung zu haben in Deutschland, eine gewisse Erheblichkeitsschwelle haben muss, überschreiten muss mit der Handlung. Und tatsächlich werden sehr, sehr viele Taten, die auf Überraschungen beruhen oder eine flüchtige Bewegung darstellen, eben gar nicht erst verfolgt. Und weil die Frauen das wissen, zum Teil wissen, zeigen sie es auch gar nicht erst an. Das ist auch einer der Hintergründe. Die Frau Kappert hat uns eben nochmal die Zahlen genannt aus der Süddeutschen. Mir sind die auch in dieser Größenordnung so bekannt. Was da bislang passiert ist und wo denn die ganzen Anklagen sind und weiß der Himmel, nein, das ist nicht, weil unsere Justiz überlastet wäre, sondern es gibt im Augenblick keine Möglichkeit, diese Taten strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie nicht eben eine Erheblichkeitsschwelle überschreiten oder als Landfriedensbruch strafbar sind, weil mehrere beteiligt sind. Aber so das übliche Anfassen, so mal eben, das ist in Deutschland nicht strafbar. Das ist die zweite Signalwirkung, finde ich, verheerende Signalwirkung an irgendwelche Leute, die wir zu anderem Verhalten gegenüber Frauen erziehen wollen, ja, ihnen dann erstmal zu sagen, also das könnt ihr schon machen, das ist bei uns gar nicht strafbar und auch noch nie gewesen und die sollen sich mal nicht so anstellen, die Frauen. Das steht da irgendwie dann im Raum. Aus Konsequenz dessen, also der Juristinnenbund und viele andere Organisationen haben seit Jahrzehnten gefordert, dass diese Strafbarkeitslücken bei dem, was wir als Vergewaltigung empfinden, nämlich gegen den Willen einer Person, ihr sexuelle Handlungen aufzunötigen und besonders natürlich, wenn die mit Eindringen in den Körper verbunden sind, landläufig Vergewaltigung genannt, dass das strafbar sein muss, ganz egal, ob die Frau sich wehrt oder der Mann Gewalt anwendet oder, ja, der Mann, sage ich jetzt mal, gestatten Sie mir das Gender-Stereotyp, denn das ist nun mal der einzige Fall, der bislang wirklich in der Praxis eine tatsächliche Rolle spielt. Und natürlich, und darüber, deswegen meinen wir, dieser Entwurf, den es im Augenblick gibt, der die Strafbarkeitslücken schließt, der ist wichtig, aber nach unserem Dafürhalten deckt er die Vorgaben der Istanbul-Konvention nicht insgesamt ab, sondern da braucht es mehr. Dahin geht unser Entwurf. Wir haben aber einen großen Entwurf auch gemacht, der eine Neuordnung des gesamten Abschnittes der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorsieht. Uns ist wichtig, dass dieser Entwurf jetzt immerhin einen ersten Schritt darstellt. Ist eine kleine Lösung, aber sicherlich besser als gar keine. Aber die Regierung sollte nicht aus dem Blick verlieren, dass insgesamt Sexualstraftaten strafwürdig sind gegenüber jedermann, begangen von jedermann. Und dass ein lückenloser Schutz der sexuellen Selbstbestimmung ein Wert ist. Das zeigt diese Diskussion nämlich auch, die jetzt anlässlich Köln schwappt. Menschen gehen ganz selbstverständlich davon aus, die Bevölkerung geht ganz selbstverständlich davon aus, dass niemand gegen seinen Willen angefasst werden darf. Und das, denke ich, das sollte der Gesetzgeber abbilden. Schon ganz lang, ne? Jetzt stoppen Sie mich jetzt erstmal, Frau Kappert. Ja, also ganz herzlichen Dank für die Ausführung. So. Ich hatte Ihnen ja bereits eine zweite Flüsterrunde angekündigt, für die ist jetzt die Zeit gekommen. Das Verfahren, ich wiederhole es noch mal ganz kurz, ist jetzt so, ich würde Sie bitten, jetzt noch mal an Ihre Tische zurückzukehren, zu dem Gespräch an Ihren Tischen, weiter Fragen zu formulieren. Dann werden meine Kolleginnen Henning van Bargen, Francesca Schmidt diese Fragen einsammeln, kurz sortieren. Und während meine Kolleginnen die Fragen sortieren und gucken, dass sich das nicht wiederholt, ein bisschen Themenbereiche identifizieren, werde ich mich nochmal mit Frau Piesal darüber unterhalten, wie jetzt eigentlich angesichts die Kritik liegt auf dem Tisch. Es ist jetzt sozusagen, der Ball ist jetzt wieder im Feld der Regierung, wie Ihre Einschätzung ist. Welche Möglichkeit, also welche politische Lösung jetzt favorisiert wird, wo noch eingegriffen werden konnte, wo nicht.
Soweit. Jetzt aber erstmal zu Ihnen zurück an die Tische. Ja, ich hatte es ja schon angekündigt, während meine KollegInnen die Fragen sortieren, möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, Frau Piesal unter anderem zu fragen. Frau Piesal? Kein Problem. Würde ich Sie gerne nochmal fragen, wie Sie jetzt also zum einen, wie sehen Sie jetzt eigentlich also auch angesichts des gesellschaftlichen Kontexts der Debatten die Chancen, dass auf Ihre Einwände, dass die Schutzlücken, also dass es nur ein kleiner Schritt ist, das war die Formulierung, die Sie verwandt haben, es ist eine kleine Lösung und eben nicht die nötige Lösung, um tatsächlich sexuelle Selbstbestimmung zum schutzlos, also lückenlos geschützten Rechtsgut zu machen. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass nochmal auf Ihre Kritik eingegangen wird? Das wäre meine eine Frage. Und die nächste, die sich ja auch anschließt, ist, was kann man eigentlich über ein Strafrecht regeln? Was ist da möglich? Und an welcher Stelle ist aber, ist die Kultur gefragt, ist Erziehung gefragt? Das ist auch eine Position, die Vicky Germain eher stark machen möchte. Also sozusagen, und die Diskussion kennen wir ja immer. Ne? Also sozusagen, wie viel Staat brauchen wir, um Gesellschaft zu emanzipieren? Wann wird zu viel Strafrecht? Hat das eine gegenteilige Wirkung? Also ich würde zum einen, welche Chancen sehen Sie jetzt ganz konkret für Ihre Kritik, dass sie aufgenommen wird? Und zum Zweiten, vielleicht auch würde ich euch beide dazu fragen, wo sind eigentlich so die Grenzen überschritten oder wo ist der Antagonismus zwischen zu viel Staat und gesellschaftlicher Emanzipation? Frau Pieser. Ich habe mir das jetzt als Merkposten, das ist eine kleine und eine große Frage kategorisiert. Die kleine Frage, die kann ich relativ schnell beantworten. Also so traurig das ist, dass Köln jetzt die Plattform bietet für diese Diskussion, so sehr muss man sagen, ja, dann, wenn es alle nutzen, dann nutzen wir es doch auch, ja, und bleiben dran und machen darauf aufmerksam, allerdings in den Kontext, in den es gehört, was uns schon lange fehlt und was wir denken, dringend geändert werden muss. Insofern fürchte ich, bedauere ich, dass Köln den Nährboden bietet dafür, dass unsere Kritik und auch unsere Forderungen jetzt auf fruchtbaren Boden fallen. Ich denke schon, dass über diesen Referentenentwurf dann in absehbarer Zeit abgestimmt sein wird. Wie gesagt, die Stellungnahmefristen sind jetzt abgelaufen im Februar. Das wird jetzt alles gesammelt. Dann die Ressortabstimmung war ja nicht abgeschlossen. Das wird, nehme ich an, jetzt relativ schnell so passieren und damit auch der Entwurf. Also ich bin kein Hellseher, das sind jetzt alle Spekulationen, aber ich gehe davon aus, dass es gemacht wird, auch um zu zeigen, dass was gemacht wird. Schlechter sieht es, glaube ich, aus für unsere weitergehende Forderung, die nicht nur wir vertreten, sondern das ist auch recht bald aus politischen Reihen, also besonders von Frauen, auch aufgebracht worden, dass nämlich endlich diese sexualisierten Übergriffe, Angrapschen, Stichwort, unter Strafe gestellt werden, weil das einfach so nicht hinnehmbar ist aus meiner Sicht als Frau. Und egal, wo ich mich als Feministin verorte, nehme ich an, dass das eine konsensfähige Position ist, denn das ist eigentlich einer zivilisierten Gesellschaft vollkommen unwürdig, dass man eine Hälfte der Gesellschaft einfach anfassen kann. Ich habe schon überlegt, aber das, ja, wir sind ja jetzt hier öffentlich und leider nicht Chatham House Rule. Ich hatte schon über eine Aktion nachgedacht, so könnte man um den 1. April herum planen, die unter dem Stichwort greift zu, mal das Ganze mal umgekehrt spielt. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, das überlasse Ihrer Fantasie. Aber da ich sowohl einen seriösen Beruf ausübe, als auch einem seriösen Verband angehöre, will ich das jetzt hier überhaupt gar nicht gesagt haben. So, das ist das eine, das ist die kleine Frage. Also die Chancen, glaube ich, die sind ganz gut. Und was das Weitere anlangt, die große Lösung, da bin ich nicht optimistisch. Ich denke, dass sich das, was geschieht, in dem abspielt, was wir jetzt an Idee haben, was auf dem Tisch ist, das wird vermutlich umgesetzt werden. Davon gehe ich jedenfalls aus. Ich hoffe, ohne allzu große Abstriche, weil dann wirklich nicht viel von übrig bleibt. Aber damit ist das Thema dann wahrscheinlich auch politisch erstmal abgearbeitet, mal ganz abgesehen davon, dass die Legislatur zu Ende geht und was bis diesen Sommer nicht durch ist, auch nicht mehr durchkommen wird. Also die große Lösung eines Tages, können wir nur hoffen. Was uns gelungen ist und woran wir alle weiter arbeiten müssen, ist die Diskussion am Laufen zu halten, um die Sensibilisierung weiter zu
vorzutreiben, wie Frau Germain auch wahrscheinlich gleich dazu sich auch äußern wird, was kann Strafrecht leisten oder nicht, ist das eigentlich die Überleitung zur großen Frage. Nun, also Frau Kappert hat mich vorgestellt, ich arbeite in Strafsachen, in der letzten Instanz im Land Brandenburg. Ich sehe vom Erschleichen von Leistungen bis zum mehrfachen Mörder, der eines Tages entlassen werden möchte, fast alles. Ich habe eine ganz, ganz große Bandbreite von Sachen täglich auf meinem Tisch. Und ich könnte diese Arbeit nicht machen, wenn ich nicht dran glauben würde, dass Strafrecht einen Sinn macht. Ich glaube in diesem Fall hier auch daran, dass es Sinn macht, die Sachverhalte, von denen ich gesprochen habe, die ich als defizitär empfinde, sie zu kodifizieren, also in geschriebenes Recht zu gießen. Das ist nicht bei jedem Sachverhalt gleich wichtig oder gleich angezeigt, sicherlich nicht. Strafrecht ist die Ultima Ratio, es darf nur einsetzen und alles andere wäre auch mit einem freiheitlichen Staat gar nicht zu vereinbaren, darf nur da ansetzen, wo es unverzichtbar ist. Ich habe den Eindruck, dass es unverzichtbar ist, die sexuelle Selbstbestimmung insgesamt und umfassend zu schützen und weil das aber defizitär gelebt wird, es unter Strafe zu stellen. Gesetze sollen einerseits abbilden, was die Gesellschaft als schützenswertes Gut empfindet, also aufnehmen, was da ist. Vor dem Hintergrund, meine ich, ist es überfällig, das sogenannte Angrabschen endlich zu kodifizieren. Auf der anderen Seite bieten Gesetze aber auch immer und gerade das Strafrecht Gebotsnormen. Also jedes Verbot ist auch ein Gebot, sich in einer bestimmten Form zu verhalten. Und vor dem Hintergrund ist für mich Strafrecht, wie viele andere auch, aber Strafrecht ganz besonders, impliziert eine Wechselwirkung. Einerseits nimmt es auf, was die Gesellschaft als Wert gesehen und sich darauf verständigt hat und umgekehrt erzieht es die Gesellschaft. Und vor dem Hintergrund halte ich in diesem Kontext es nicht für überbordenden Staat oder Eingriffe in die Freiheit, sondern für notwendig zu kodifizieren. I absolutely agree and I think that you've hit it right on the nail. The legal aspect should be the last resort. And before we forget our responsibilities as people in a society, you know, having influence on each other, having influence on children that grow up to be adults that may or may not grow up to grab someone here and grab someone there and touch someone here and touch someone there, we have to look at the responsibility that we have as well. Not only us as individuals, but also the state. The state, sure, we have people coming in from all over the world. Berlin is one of the, what do they call this? The city of the future. You have lots of tourists coming in. Your laws, there are a lot of them. There are a lot of German laws. You have to tell people about them, or people don't know. One of the biggest issues that's happening right now within the communities of refugee people is that they are not being communicated what is okay and what's not okay. It's very simple, give someone orientation. This is what you do with children. You give them orientation. As a mother, you would tell your child, don't touch someone that does not want to be touched. Respect when somebody says no. If I tell you and I'm your mother and you don't respect that, then the last thing is the law. You will grow up and the law is there. But we have to take our own responsibility. We have to do it as individuals and let people know. And this isn't just someone or something for people of color. This is also something for white people, for women, as well as men. I mean, it goes universally. We have to take our responsibilities. Erziehung, it's a community thing. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne zu den Fragen aus dem Publikum kommen. Henning, liest du vor? Umdrehen, einfach umdrehen. Das ist einschalten. Ja, vielen Dank an alle, die hier Fragen formuliert haben oder auch Statements. Es ist in der ganzen Reihe zusammengekommen. Wie schon gesagt, wir haben es versucht, ein bisschen zu clustern. Wir haben hier so vier Blöcke gemacht und daraus werden wir jetzt einiges an das Podium geben. Es
gibt einen so einen Teil, das sind eher so, wir haben es mal Wissensfragen genannt, wo es noch um ganz konkretes Wissen geht. Welche Strategie hatte die Polizei? Wie ist das da jeweils gelaufen? Was kann man da tun? Die haben wir erstmal zurückgestellt, weil das sind Sachen, die können wir wahrscheinlich auch im Nachhinein ganz gut nochmal mit Informationen belegen, die wir vielleicht dazu noch finden. Dann haben wir einen Teilbereich, der geht eher in Richtung, welche Strategien kann man eigentlich gehen? Die würden wir ganz ans Ende nehmen. Wir haben einen Teil noch, einen Teil von Fragen, die sich auf die Medienberichterstattung beziehen und dann mehrere, da geht es um die Komplexität, die wir gerade schon mal in der Debatte angesprochen haben. Bevor wir dann daraus was nehmen, zunächst noch zwei ganz konkrete Fragen, die sich aber kurz beantworten lassen. Einmal an Frau Fedor Mensa, da ging es nochmal um ausnahmslos, also bestand direkter Kontakt mit betroffenen Frauen, war hier die Frage, also den betroffenen Frauen aus Köln. Und wir haben das jetzt so interpretiert, die zweite ging an Frau Piesal. Wer blockiert denn eigentlich jetzt in diesem Prozess die sexuelle Selbstbestimmung? Dann machen wir gleich weiter, wenn die beiden Fragen beantwortet sind. Genau, also direkter Kontakt zu Betroffenen aus Köln bestand nicht, kann ich beneinen. Ja, das ist im Abstimmungsprozess eben immer so eine Sache, welcher Politiker, welche Politikerin, welche Partei, welche Fraktion für oder gegen etwas ist. Und da mag ich mich jetzt nicht festlegen, ich könnte nur spekulieren. Ich weiß eben nur, es ist nicht weitergegangen. Und alles andere kann ich leider nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich selber bin im politischen Betrieb nur über meinen Verband gelegentlich. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, woran es hakt hat. Ich habe Vermutungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Männer grundsätzlich darüber nicht begeistert sind über diese Verschärfung. Das schließe ich daraus, dass immer wieder vorgebracht wird als eins der Argumente, ohne dass der Entwurf öffentlich war, dass wenn man das so machte, man ja nachher ganz und gar ausgeliefert sei, was so eine Frau behauptet. Und da könne man ja auch gar nichts mehr beweisen, wie überhaupt die Beweisschwierigkeiten ins Feld geführt werden im Fall von fehlender Gewalt. Das ist schon fast ein zynisches Argument, muss ich sagen. Das hat mich nie begeistert. Außerdem ist es nicht konsistent, denn wenn die Gewalt in der Drohung besteht, indem ich mit der Gewalt drohe, dann sehe ich nachher auch nicht, unter welchem Einfluss die Frau sich bereit erklären müssen, das über sich ergehen zu lassen. Und Beweisschwierigkeiten gibt es fast immer vor Gericht. Also wenn das nicht so wäre, brauchte man nur ans Gesetz zu schauen. Einer sagt was und dann wird das irgendwo übersetzt. Das könnte auch ein Notar vielleicht machen. Dann brauchte man keine Beweisaufnahmen. Also das Schwierigste vor einem Urteil ist, hinter die Wahrheit zu kommen in jedem Verfahren. Das gilt auch für manchen Ladendiebstahl und nicht nur für die Vergewaltigung oder den Mord. Dann gibt es jetzt noch ein paar Fragen zur Komplexität. Das wurde ja auch vorhin angesprochen, unter anderem Komplexität aufdröseln ohne rassistische Zuschreibung. Wie geht das? Eine Frage, wie können die Erfahrungen, Mind History Continuum, der deutschen Weißmehrheitsgesellschaft aufgebrochen werden? Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Und dann eine, die sich relativ leicht beantworten lässt, ist die Frauenbewegung genauso rassistisch wie die Mehrheitsgesellschaft? Ich nehme die jetzt mal als Wissensfrage mit hier rein. Gut, vielleicht erstmal, wie kann es aufgebrochen werden? Einen Vorschlag? Ja, wie kann Komplexität aufgebrochen werden? Das ist, glaube ich, die große Herausforderung für uns alle. Ich dachte, wie kann das System der Rassismen aufgebrochen werden? Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das ist eine Aufgabe, da müssen wir uns nichts vormachen. Da werden wir noch lange dran sitzen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir an der Stelle, also es hat meines Erachtens mit mehreren Aspekten zu tun. Auf der einen Seite ist es so, dass ich gerade in der Bildungsarbeit häufig Menschen begegne, die halt prinzipiell gewillt sind, ja, die wollen lernen, die sind interessiert, und dann ist es so, dass sie sich häufig irgendwie Kompetenzen aneignen wollen. Interkulturelle Kompetenzen, ein Stück weit Selbstreflexion, das ist so das, was sie auf der einen Seite betiteln. Auf der anderen Seite merke ich, dass es häufig so eine Art Erwartungshaltung ist, so eine Art Gebrauchsanleitung, ja,
wie gehe ich jetzt mit dem Kanaken um? Entschuldigung für die Wortwahl. Ja, aber das ist so ein bisschen das, was mir dann irgendwie herangetragen wird, entweder direkt oder indirekt. Und das muss man sich halt einfach mal vergegenwärtigen, was das heißt. Das ist jetzt ungefähr so, als wenn ich halt die Politik von Frau Merkel verstehen möchte und dafür halt das CDU-Parteibuch lesen würde. Ja, oder das ist so, als wenn ich halt, Menschen begegne und dann mir vielleicht irgendwie jemanden anschaue, nehmen Sie es jetzt bitte nicht persönlich, aber denke, naja, die Frau, die sitzt da so ein bisschen zugeknüpft, das liegt daran, dass sie eine Frau ist, oder der Mensch sitzt da halt auf so eine Art und Weise, ein bisschen verkniffen, das ist die protestantische Ethik, die dahinter steht. Ja, und das sind so Kategorien, in denen ich versuche, Menschen zu entschlüsseln. Also sie alle haben Selbstverständnis, sie haben eine vielfache, multiple Identität, das gehört zu ihrem Selbstwert und ihrem Selbstbewusstsein und das Selbstbild, was sie halt von Kindesbeinen an irgendwie erlebt haben und beigebracht bekommen haben. Und bei Menschen, die irgendwie auch immer geartete Migrationsgeschichte haben, ist das in der Regel nicht anders. Ja, das sind Väter, das sind Mütter, das sind Liebhaber, das sind Geschwister, das sind Kinder, das sind Handballer und was weiß ich, was noch alles. Ja? Und all diese Facetten ihrer Identität, die sind eigentlich in der gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung so gut wie nie präsent. Die werden alle, ja, die fallen alle weg und am Ende werden diese Menschen letztlich immer über die eine relevante Kategorie entschlüsselt. Ich hatte vorhin mit meinem Beispiel versucht zu verdeutlichen, dass diese Kategorien durchaus im Wandel, also im Laufe der Zeit wandelbar sind. Aber es sind meistens diese Kategorien. Ja? Momentan ist es dann die Kategorie muslimisch seit einigen Jahren. Und das hat mit den Menschen selbst nicht so viel zu tun. Und wir brauchen halt in unserer Gesellschaft ein Bewusstsein dafür. Wenn in den 50er Jahren in unserer Gesellschaft beispielsweise Fleiß, ja, und Ordnung und Strebsamkeit hohe Güter waren, dann war es so, dass die anderen Menschen immer faul waren also immer das Gegenteil. Ja? Dann haben die halt das repräsentiert, was gerade in dieser Gesellschaft nicht gefragt war oder wofür die Gesellschaft nicht stehen wollte. Im Laufe der Zeit hat sich das gewandelt. In den 90ern war es dann so, dass die Deutschen halt nicht mehr für Ordnung stehen wollten, sondern plötzlich wollten sie halt weltoffen sein und ganz liberal und auch so ein bisschen Rhythmus im Blut, wenn man mit Klischees sprechen möchte. Und plötzlich war es so, dass die anderen genau das Gegenteil waren. Ja? Die waren anachronistisch, die waren halt eher rückwärtsgewandt, die waren engstirnig und die waren halt nicht liberal, sondern halt eher fundamentalistisch. Also gerade an solchen Diskursen muss doch jedem halbwegs begabten Menschen, der da so ein bisschen sich offen mit dem Ganzen befasst, irgendwie deutlich werden, dass es gar nicht so sehr mit dem Menschen zu tun hat. Und das ist das, was wir brauchen, um Komplexität an der Stelle erstmal ein Stück weit zu verstehen. Es braucht halt gesamtgesellschaftlich als Aufgabe eine Auseinandersetzung mit Rassismus. Und Rassismus ist halt nicht, das sind nicht die ostdeutschen Jugendlichen auf dem Lande, die halt Baseballkeulen schwingen, die gibt es auch, aber mit denen haben die allerwenigsten zu tun. Aber wenn ich oder, ich mutmaße einfach mal meine Mitrednerin hier auf dem Publikum, wenn wir uns irgendwo begegnen, ja, dann müssen wir über diese Themen nicht reden, dann ist das halt klar, dann ist das präsent, das ist das, womit wir groß geworden sind, das ist das, was wir von Kindesbeinen an erfahren haben. Die große Herausforderung ist immer wieder, in dem Moment, wo man mit Menschen zusammen ist, die nicht davon betroffen sind, die nicht sensibilisiert sind für diese Themen, dass man genau diese Themen immer wieder versuchen muss, an diese Leute heranzutragen. Man muss halt schauen, was ist das, was sie verkraften können, wofür sind sie imstande, man muss versuchen, die richtigen Worte dafür zu finden und man muss dann versuchen, das häppchenweise Stück weit den Leuten halt anzutragen, ohne dass sie entweder weggeweht werden oder in Gegenangriffe übergehen. Mhm. Also für mich die Quintessenz, lassen Sie es mich nochmal wissenschaftlich ausdrücken, ein Arschloch ist ein Arschloch, weil er ein Arschloch ist, nicht weil er Moslem ist oder Flüchtling. Das ist zentral und das können wir doch in jeglicher andere Kategorie auch sehen. Also wenn wir eine Gewalttat haben, wenn wir ein Verbrechen haben, dann ist es ja nicht so, dass wir da in der Regel lesen, Eberhard K., protestantisch aus oder sonst was. Ja, das sind nicht die Kategorien, in denen wir denken, denn die gehören, und das würde jetzt wieder ein neues Feld aufmachen, aber die gehören zu uns, die sind Teil der gedachten Gesamtgruppe. Ja? Und die anderen, das sind dann halt immer Menschen, wie ich oder meinesgleichen, bei denen wird es dann halt plötzlich thematisiert, bei denen ist es halt wichtig, bei denen ist es ein Faktor. Das ist erstmal meines Erachtens das Grundsätzliche. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir in den nächsten Schritt übergehen und Komplexität Stück für Stück für Stück weiter aufdröseln. Vielen Dank, Frau Piesel. Sie haben gerade Luft geholt.
Ja, ich möchte den Frieden ein bisschen stören. Ich höre nämlich bei Herrn Karadeniz auch ganz viele Stereotype. Wir haben gerade gesprochen, oder die Frage war, wie kann man die Komplexität aufbrechen, ohne in die Rassismen zu verfallen. Wenn ich jetzt Rassismus mal mit Stereotypen gleichstelle, also Stereotypen sind nicht per se schlecht, sind nicht Rassismus, sondern Stereotypen sind nicht per se schlecht, sind Kategorien, mit denen ich Wahrnehmung beschleunigen kann, komplexe Sachverhalte in kurzer Zeit auch intuitiv und instinktiv wahrnehme. Insofern sind Stereotypen wichtige Entscheidungsträger oder jedenfalls geübte Entscheidungshilfen. Und ich habe bei Ihnen auch ganz viele gehört, Herr Karadeniz. Solingen zum Beispiel. Solingen war eine Chiffre, Hoyerswerda war eine Chiffre. Ich weiß wohl, was da passiert ist, aber genauso wenig fühle ich mich zum Beispiel als Deutsche mit Solingen abgebildet oder mit Hoyerswerda. Das hat weder meine Zustimmung gefunden, noch sehe ich da die Breite der Gesellschaft hinter. Das war nicht so. Die Frage, die sich ja darstellt, ist, wird das an Sie tagtäglich herangetragen? Werden Sie damit tagtäglich konfrontiert? Müssen Sie sich dafür rechtfertigen? Müssen Sie sich davon distanzieren? Dass ich jetzt an dieser Stelle auf Sie reagiere, zeigt, ja, im Augenblick zum Beispiel werde ich es. Und auch bei vielen anderen Dingen, die Sie gesagt haben, das war die Ordnung, die Fleiß. Also der Deutsche definiert sich in den 50ern so, in den 90ern so und wie jetzt so. Das sind auch Stereotypen und wenn wir uns kennenlernen würden, würden Sie vielleicht was wissen über meinen persönlichen Fleiß, meinen Ordnungssinn, meine Tapferkeit oder meine Beweglichkeit und Partyfähigkeit. Also ich glaube, dass wir den komplexen Zusammenhang in Diskussion sehr schwer, ohne irgendwelche Cluster zu bilden, auflösen können. Ich glaube, ist mein Schlusssatz dazu, dass das überhaupt nur über persönliche Begegnung geht. Dass nur dann, wenn ich einen Menschen kennenlerne, und sei es auch nur oberflächlich, auch schon nur als Vater im Kindergarten, ich mich von der ersten Idee, die ich habe, wenn ich jemanden sehe, die blonde Frau, der Mann im gestreiften Pullover, der mit den Birkenstocks, irgendwas, was mir hilft, den jetzt irgendwie zu kategorisieren, das halte ich für ganz normal, das machen alle. Da komme ich nur von weg und entdecke die anderen Seiten noch jenseits des Birkenstocks, wenn ich die Person auch nur im Ansatz kennenlerne. Ich muss nicht mit jedem befreundet sein, dass ich alle Tage mit ihm verbringe, aber indem ich einen persönlichen Eindruck gewinne. Und das ist, denke ich, die einzige Möglichkeit, uns zusammenzubringen. I have to disagree. I have to disagree on a lot of points, and starting with stereotypes. Nothing good ever came out of stereotypes. Stereotypes is third generation information. It's information that you haven't made. It's information that the person who's telling you probably hasn't made. It's an experience or a Begegnung, so to say. Generalizations, information that you can make about people from the 90s because you lived in the 90s in Germany. I did not. I can't do that. I was never here in the 90s. But I can talk about the 90s US. I can talk about the 80s US. What I find extremely difficult in this situation, and I also have to disagree with you on this a bit, racism, understanding it, the categories, that is simple because it existed at a time before us. If we want to learn about it, we can open a book. We can read it. We can read the descriptions that are there and they are written down. Racism is very young. Almost as young, oh no, it's not actually. The German identity is probably a bit younger than that. Because we can't forget, 1871, Germany became a nation and an identity at the same time. Part of the difficulty that we have dealing with the challenges of identity and the other is because German identity is wrapped in this need to create the other, to become the German identity. And this is where we trip. This is where we unfortunately stumble upon ourselves. Racism is easy. It was an attempt at science. Rassistische Zugehörigkeiten. Sorry, I'm speaking German now. racial identities, racial descriptions. These all have a date. They were written down in a book. You want to learn about every racial category, every racialization that exists? Look it up. The dictionaries are there. That's a colonial dictionary from the 1700s. Everything is in there.
You want to talk about creating the other, criminalizing the other. Look up the definition for quote-unquote Zigeuner. It was a curse back then too. These things are not new. And when we take them as something that is new, that is the danger of it. That is when things become complex. Because in fantasy, we can make things as complex as we want them to be. But in reality, there's a beginning and an end. Ich weiß, die Zeit drängt und ich sollte jetzt nicht nochmal einhaken, aber ich muss einfach noch ein Wort dazu sagen. Und zwar, was Sie jetzt außen vor gelassen haben in der ganzen Analyse, ist halt der Faktor Macht. Und Macht ist das, was bei Rassismus einfach immer mit einhergeht. Rassismus dient dazu, andere zu entmächtigen. In einer entmächtigten Position, ja, zu lassen und dem Ganzen halt einen Sinn zu geben. Und das ist etwas, was nicht passiert, wenn man einfach in Kategorien denkt, um Welt einfacher zu begreifen. Can I say one thing to this? Because that's a very important point. Power. This power to create an identity, to give someone a category, to give someone a title, to give someone a description, or not. When you talk about the descriptions of the Nordafrikaner, the Araba, we're not talking about people. We're not talking about people. When you talk about a black person, that is a person, emphasis on person, right? And then the political identity that recognizes everything that comes along with it. Der Schwarze, 17. Jahrhundert, eine Beleidigung. Schwarze Person, was anderes. It's, you know, it's the power to define someone. It's the power to remove or give them their humanity. And that is what we're dealing with. Jetzt hat sich hier doch noch eine Diskussion entspannt, die möchte ich auch nicht abbrechen. Ich möchte aber ganz kurz ankündigen, dass Herr Karaden jetzt zum Zug muss. Das heißt, und es ist jetzt gleich um 9, das möchte mich einfach nochmal kurz bei Ihnen bedanken für die Teilnahme, weil Herr Karadenis wird dann gleich aufspringen und zum Zug rennen, um noch nach Leipzig zu kommen heute Abend. Also an der Stelle vielleicht erstmal einen Applaus für Herrn Karadenis. Und jetzt möchte Frau Piesal nochmal. Ja, ein kurzer Satz, weil sich das so schön anbietet. Ich sehe keinen Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass es gut ist. Ich habe Stereotype nicht bewertet. Ich sage, sie sind da. Das ist so. Ja. Tschüss. Aber das verbindende Wort, das ist die Macht. Tschüss, Herr Gardinis. Ja. Rassismus ist das Verhältnis der Unterordnung, der Bewertung. Und das unterscheidet es von Stereotypen. Stereotypen sind Clusterbildung, um klarzukommen. Rassismus, das ist jetzt ganz stark vereinfacht natürlich nur, schafft Über- und Unterordnung, schafft Wertigkeiten. Das ist das Gefährliche daran und das, was zu überwinden gilt. Und das Verbindende, und das eigentlich sprachen wir über Sexismus, das ist ja der Ausgang hier gewesen, eigentlich diese Übergriffe, sexualisierte Übergriffe, sind ein Ausdruck von Macht in erster Linie. Auch die klassische Vergewaltigung ist in den wenigsten Fällen eine, die einem unbezwingbaren Trieb geschuldet ist, sondern ist Ausdruck einer Macht, ja, die natürlich auf einem Ohnmachtsgefühl letztendlich fußt. Das ist die große Verbindung und dann natürlich gilt es, dem entgegenzuwirken. Wie das im Bereich Sexismus gelingen kann, das ist eine Frage, die uns hier heute Abend überfordert. Aber im Bereich Rassismus, glaube ich, ist die einzige Möglichkeit tatsächlich für mich, die ich sehe, die persönliche Begegnung. So, ich würde jetzt gerne wieder ins Publikum zurückgeben und die nächsten Fragen. Ja, wir haben zwei Fragenkomplexe noch, müsst ihr gucken, wie ihr sie bearbeitet. Das eine ist, da geht es um das Thema Medien und Berichterstattung. Da ist die Frage, ist die Berichterstattung, jetzt, was wir auch gerade bei dem Einführungsinput gesehen haben, zum Beispiel Tagesschau, ist die Berichterstattung hauptverantwortlich für die Stimmung hier im Land und weiterführend, welche Berichterstattung wäre eigentlich der Meinung des Podiums nach neutral und angemessen, der Sache gerecht gewesen? Das ist also das Berichterstattung. Das andere ist das Thema, ja, was können wir jetzt eigentlich tun? Und da gibt es Fragen in verschiedene Richtungen. Was können wir tun, um die Debatte um Sexismus zu verstärken? Wie kann man sie wegkriegen von der Geflüchteten-Debatte? Was können wir tun, um auch sowas wie Angrapschen beim Oktoberfest, dass das entsprechendes Interesse hat? Was können juristische Verbände tun, wenn sie jetzt über Jahrzehnte hinweg eigentlich
auch nicht erhört werden, um da stärker zu werden, wenn es um Rechtsprechung geht, dass die Lücken da bei sexueller Gewalt gefüllt werden. Vielleicht mal so viel. Gut, ich würde vielleicht anfangen mit Ihnen, Frau Fredua-Mensa. Best Practice auf Medienberichterstattung in dem Zusammenhang. Fällt Ihnen was ein? Also ganz nochmal zur Frage. Die Frage war auch, ob die Medien entscheidend waren für die Meinungsbildung in der Bevölkerung. Für die Stimmung im Land. Für die Stimmung im Land. Ich glaube, ein Stück weit ja. Aber ich denke auch, dass viele Menschen durchaus in der Lage sein sollten, selbst zu differenzieren, unabhängig von den Medien. Und ich glaube einfach, dass sehr viele Menschen, die auf einmal sehr laut wurden, und leider sind es ja auch die hasserfüllten Menschen, die besonders laut sind momentan in unserem Land. Ich glaube, dass die diese Einstellung zuvor bereits hatten und dass Köln ihnen ihre Ressentiments sozusagen quasi bestätigt hat. Da hätte die Medienberichterstattung noch so differenziert sein können. Ich glaube, diese Menschen wären dennoch auf die Straßen gegangen und hätten die gleichen Parolen geschrien. Aber da eine kurze Nachfrage, wenn wir jetzt von der sogenannten bürgerlichen Mitte sprechen, also den Unentschiedenen, was Rassismus angeht, mal so, mal anders. Wie würden Sie es da bewerten? Welchen Einfluss hatte da die mediale Berichterstattung? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Medien auch einen Beitrag geleistet haben dazu, bei unentschlossenen Menschen. Einfach durch diese über diesen unproportionalen Fokus auf die Herkunft und das Täterprofil in Bezug auf ihre Herkunft, in Bezug auf ihre Religion. Der hätte viel differenzierter darüber gesprochen werden können. Man hätte die Milieus der Täter viel näher, viel intensiver beleuchten können in ihrer Gänze und nicht nur reduziert auf eine Religion, die wir wissen ja nicht mal, ob das Muslime waren. Selbst wenn sie aus Syrien kommen oder aus Algerien, wissen wir nicht, ob das Muslime sind. Wir kennen nichts über ihre Kultur. Also auf einmal sind alle Menschen, nicht alle Menschen, Entschuldigung, das ist natürlich eine Generalisierung, aber viele der Menschen, die laut schimpfen, sind auf einmal alle Islamexperten und Expertinnen. Und ich frage mich, wo kommt auf einmal diese Expertise her? Finde ich das lächerlich. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Jetzt vielleicht nochmal ein positives Beispiel in der Berichterstattung, muss ich sagen. Sie haben es angedeutet, komplexere Beschreibung, nicht der Filter, den auch Herr Karademis angesprochen hätte, immer nur das eine Merkmal für eine Personengruppe. Aber fällt Ihnen noch irgendwas ein, wo Sie sagen, da haben Sie das gelesen und das oder gesehen, das hat funktioniert? Also ich meine, dadurch, dass es so schlecht anfing, hat sich viel der Medien, viele der Beiträge, die darauf folgten, bezogen sich immer wieder auf das, was zuvor passiert ist. Also vieles waren Reaktionen auf rassistische Berichterstattung. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu beantworten. Aber ich würde sagen, dass alljenige Beiträge in Bezug auf Köln, in denen es primär um die Betroffenen ging und um die Situation, die gesamtgesellschaftliche Situation und Sexismus in unserer Gesellschaft als gesamtgesellschaftliches Problem ging, das sind die, die ich als erfolgreich einstufen würde, meiner Meinung nach. Vielen Dank. Dann zweite Frage, was können wir tun, was können Verbände, was können auch juristische Verbände tun? Diese Frage würde ich jetzt an Sie beide gerne weitergeben. Vielleicht möchten Sie anfangen, möchten Sie anfangen? I actually have a comment to the last, okay, the last point. In my previous life in New York, I was a filmmaker, and I know what it takes to make a story, to the things that you have to leave on the cutting room floor to be able to tell the story that you want to tell. And I find the German media to be extremely dangerous. The message that is put out there, there is a law that you have against Volksverhetzung. This is inciting the public. The messages that are put out there, how people are described, what is focused on, what is not focused on. When I wake up in the morning, I watch the news to determine whether or not I take my pepper spray with me. The media is dangerous here, not just the news, but also other programs. It is very, very, very dangerous. There is no balance. There is no balance. Unfortunately, it is, you're right, there is problematic media everywhere. No, there is problematic media everywhere. But the problem is
that the German media has no balanced center. Everyone is reporting the same thing. You can flip through every single channel and it is the same version of one-sided story. I'm not comparing the German media to other places. I am talking about the German media in and of itself. There is no balance. There is no extreme left version or extreme right version. It is all in the middle, and the middle is a bit right at the moment. Which is what the general, like, this is what the majority of the people watch, unfortunately. Gut, looking at statistics, the majority of the population of everyday German people watch TV. That means Berlin, what is this show? Berlin Tag und Nacht. And think, this is scary. Okay, ich glaube, wir haben die Debatte ist klar, die Standpunkte sind klar. Frau Pieser, Sie wollten aber auch noch mal antworten, von wegen, was also können Verbände tun? Das auch, aber ich habe gerade festgestellt, ich höre nicht zur Majorität. Da ich viel im Auto unterwegs bin, ist meine Kenntnis immer in erster Linie aus dem Autoradio. Okay, da habe ich auch an diesem Montag, dem berühmten, der dann folgte, wo die ersten Berichte kamen, das ganzen Tag im Deutschlandradio und Inforadio gehört von diesen Übergriffen aus Köln. Und dann kam ich nach Hause und ich schaue sonst nicht Tagesschau. Mein Mann hatte das an und ich wollte das sehen. Und dann war nichts davon in der Tagesschau. Und das hat mich mehr als irritiert. Und zwar, und ich hatte richtige Wut, dass ich gedacht habe, aha, sind ja nur Frauen, muss man nicht berichten. Ja? So, und zur Wahrnehmung in der Presse. Es gibt gerade eine aktuelle Geschichte, ist ein paar Tage her, in Kiel in einem Warenhaus, irgendein Shoppingcenter. Drei afghanische Männer sollen es gewesen sein und dann so eine Facebook- oder sonstige Social-Media-Aktion. Da habe ich gesehen, wie unterschiedlich berichtet wird. Wie unterschiedlich. Aber absolut seriös und klipp und klar. Ich nenne jetzt die Zeitung nicht, ist auch heute schon Abend genannt worden. Und im Gegenzug die Schlagzeile einem anderen Blatt, Afghanen jagen Mädchen durch Shopping-Mall. Also da habe ich gesehen, wie unterschiedlich man das darstellen kann. Ja, aber jetzt die Frage, die eigentlich an mich war, was können wir tun? Also was wir als Verband bei allen Dingen tun, die uns wirklich wichtig sind, ist, wir suchen Mitstreiterinnen. Wir versuchen, Solidarität zu schaffen. Wir versuchen, für unsere Haltung zu werben und auch bei den Parteien entsprechend unsere Dinge zu platzieren, unsere Ideen zu platzieren. Was wir auf jeden Fall tun sollten, und ich finde, aber das tun wir auch, egal ob feministischer Verband oder Menschenrechte allgemein oder was auch immer. Wir sollten klar drauf drängen, auf die Wahrnehmung selber auch mitgestalten, indem wir sagen, das interessiert mich überhaupt jetzt nicht, wer das war, denn ich will ja keine soziologischen Forschungen betreiben oder Religionsforschungen. Ich habe im Augenblick, und da mache ich es mir einfach, einen Sachverhalt. Der ist juristisch zu bewerten oder erstmal zu bearbeiten. Und dafür interessiert mich das in erster Linie jetzt erstmal nicht, wer das war, sondern es interessiert mich an dem Fall und an anderen, wo ist die Ausstattung unseres Rechtsstaates? Wo sind die Mittel? Was brauche ich? Und das nicht nur bei der Polizei und auf der Straße, sondern eben auch in den Ämtern, die die Menschen irgendwie empfangen, verwalten, versorgen müssen, die da kommen. Was müssen wir bieten, um der Gesellschaft, die jetzt nun mal größer geworden ist und gewachsen ist, die Ressourcen anzubieten, die sie braucht? Ich kann nicht jetzt in der Situation so tun, als wäre ich eine nachhaltig alternde Gesellschaft, die mit 3 Polizisten pro 100.000 Einwohnern auskommt, weil die eh nichts mehr tun. Das sind eben Dinge, denen muss man sich stellen. Man muss Prognosen auch mal hinterfragen können und anpassen können und das nicht in den üblichen langen Zyklen, sondern manchmal eben auch ein bisschen schneller. Und ich finde, daran können wir mitwirken, indem wir sagen, die Situation ist so, die Situation ist verbesserungsbedürftig und wir wollen, und das denke ich ist ganz wichtig, darauf drängen, dass unser Rechtsstaat funktioniert und dafür die Ressourcen bekommt, die er braucht. Also, you know, to address the issue on an individual level, diversify the story, find more stories to make a balanced picture. Go to events from organizations that are represented or put together by people of color. Go to organizations or events that represent the group of people that is being spoken about the most, because I guarantee you what you're hearing in media, what you're hearing or receiving in your everyday life is not the real thing.
what is it? Don't have Berührungsangst. You know, go out and find out for yourselves, because when you do, you become a multiplier and you help to balance the story that's being told in your society. So, ich denke, wir nehmen noch eine Frage an und der Rest dann auf unserer Webseite. Genau, das ist vielleicht schon so eine Art Abschlussfrage, sehr kurz. Ist Köln eine Chance? So, das können wir ja als Abschlussfrage nehmen. Oder für was könnte Köln eine Chance sein? Mögen Sie anfangen? Ja, also ich glaube, ich hatte das in meinem Eingangsstatement auf Ihre erste Frage schon so ein bisschen angedeutet und habe auch gleich gesagt, dass das ein bisschen makaber ist, das so zu sehen als Chance. Also es wäre natürlich am besten gewesen, wenn Köln nicht passiert wäre, wenn sexualisierte Gewalt generell nicht passieren würde. Andernfalls denke ich, dass es doch eine Gelegenheit ist, sozusagen über sexualisierte Gewalt, über Sexismus in unserer Gesellschaft zu sprechen. Und aufgrund der Art und Weise, wie mit Köln umgegangen wurde, ist es auch eine große Gelegenheit, über Rassismus in unserer Gesellschaft zu sprechen. Insofern ist es traurig, aber es ist tatsächlich eine Gelegenheit. Ja. Dem kann mich nicht eigentlich nur anschließen, was angesichts der fortgeschrittenen Zeit bestimmt auf eine Willkommenskultur hier treffen würde. Möchte sagen, es ist vor allen Dingen auch eine Chance zu zeigen, wie wirklich es um das Verhältnis Mann-Frau, oft um das Subordinations-, Über-, Unterordnungs-, auf das Machtverhältnis hier bestellt ist in Deutschland. Und das im Bewusstsein weiter zu reflektieren und sich darüber im Klaren zu werden, dass eine Gesellschaft genau so zivilisiert ist, wie sie mit ihren Frauen umgeht. I don't think we need Cologne to be an example. I think we've had multiple examples every year. I mean, I'll bring it back to Oktoberfest. Same thing, different flavor. I mean, we don't need it. Cologne is not a representation of the conversation that needed to happen on the 1st of January. Cologne is a representation of the conversation that we didn't have every other day before. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich werde diesen drei Schlussstatements nichts hinzufügen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen, für Ihr Interesse. Wie gesagt, wir werden weiterhin noch Ihre Fragen auswerten und eine Auswahl davon auf unserer Webseite beantworten. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Tschüss.